Industrie 4.0 zum Anfassen, das ist die Hannover Messe. Sie sind hier, unsere Gäste, zwar nicht zum Anfassen, aber zum Diskutieren. Schnell vorgestellt, herzlich willkommen, Oliver Frese, Geschäftspreisleiter der Deutschen Messe AG hier in Hannover, verantwortlich für die Hannover Messe. Herzlich willkommen, Herr Frese. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Puscher. Und neben ihm steht Rainer Glatz. Rainer Glatz ist unter anderem Geschäftsführer des Fachverbandes Software im VDMA und Leiter der Geschäftsstelle Industrie 4.0 der Gemeinschaftsaktion der drei großen Verbände. Herzlich willkommen, Herr Glatz. Herr Puscher. Ja, Herr Frese, immer dann, wenn man auf der Hannover Messe ist, fragt man sich natürlich, wie sind sozusagen die Stimmungen letztendlich der Aussteller? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie mit Erwartungshaltung natürlich jedes Mal so eine Messe beginnen. Und was hat Sie denn in diesem Jahr nach dieser intensiven Vorarbeit besonders positiv überrascht? Ja, die Erwartungshaltung der Aussteller zur Hannover Messe 2013 war sehr groß und ist auch sehr groß. Und wir haben die Veranstaltung hier auch exzellent aufgestellt. Mit über 6.500 Ausstellern aus 62 Nationen und das erste Mal in der Geschichte der Hannover Messe haben wir mehr Aussteller aus dem Ausland als aus dem Inland, nämlich über 52% der Aussteller kommen aus dem Ausland in diesem Jahr auf die Hannover Messe. Wir füllen 25 Messehallen mit über 236.000 Quadratmeter Fläche. Und damit ist die Hannover Messe die beste Veranstaltung seit über 10 Jahren. Entsprechend ist die Erwartungshaltung der Aussteller und die ersten beiden Tage, das darf ich Ihnen berichten, sind die Aussteller sehr, sehr zufrieden. Wir hatten einen exzellenten Start mit der Bundeskanzlerin, mit dem russischen Präsidenten Herrn Putin, die beide die Eröffnungsveranstaltung der Eröffnungsveranstaltung beiwohnten am Sonntag und am Montag entsprechend den Rundgang auch gemacht haben über das Messegelände. Das gibt einen gewissen Spirit in die Veranstaltung hinein. Und die Aussteller waren bislang sehr, sehr zufrieden und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Tagen weiter fortsetzen. Was mich persönlich eben ganz besonders freut, ist das Leitthema der Veranstaltung Integrated Industry, was in der Korrespondenz auch mit unserem Partnerland, der Russischen Föderation, exzellent funktioniert. Und das ist auch das, was mich am meisten überrascht hat im Vorfeld der Veranstaltung, dass eben Integrated Industry jetzt flächendeckend angekommen ist in der Presseberichterstattung, aber eben vor allen Dingen, und das ist das Schöne als Messeverantwortlicher, denn auch bei unseren Ausstellern und die Besucher der Hannover Messe werden Integrated Industry in 25 Messehallen bei über 6.500 Ausstellern live in Anwendung erleben. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Rückenwind, den Sie gerade beschrieben haben, den Sie selbst spüren, Herr Glatz, natürlich auch von Ihnen zu spüren ist. Industrie 4.0 ist ein Stück weit auch Integrated Industry. Und als Leiter der Geschäftsstelle können Sie sicherlich davon etwas berichten. Spüren Sie eigentlich persönlich den Rückenwind von Industrie 4.0, Herr Glatz? Also Herr Puscher, also Integrated Industry, Kernthema ist ja Industrie 4.0. Zwischenzeitlich habe ich mich eher so ein bisschen als Getriebener gefühlt. Der Rückenwind kam von hinten und schubsen und was wir alles machen mussten für die Hannover Messe vorbereiten vom Thema her. Und ich bin schon extrem überrascht, wie stark das natürlich dann auch in die Fläche gegangen ist. Man ist nicht nur getrieben worden, sondern es ist anderen scheinbar auch so gegangen, sodass man wirklich relativ viele sehen konnte. Und man sieht es an der Reaktion, Pressekonferenz total überlaufen, fast kein Platz mehr. Wir hatten gestern in Stadt der Plattform mit Herrn Rösler ein unheimliches Medieninteresse. Die Medien greifen es auf, die sehen die Chance Industrie 4.0. Und es ist so irgendwo so eine gesamte Welle. Es weiß zwar nicht jeder, wo die Welle hingeht, aber man spürt, da verändert sich was, da muss man mit dabei sein. Und die Community, die das Thema nach vorne treibt, wird immer besser. Und wenn diese Sache anfassbar auch wird, vielleicht klarer ersichtlich, es gibt ja hier auch einige Demonstratoren, dann kommt das Thema noch mehr in die Breite. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Glatz, gestern der sozusagen Startpunkt für die Plattform Industrie 4.0. Wir haben ein Team zu Ihnen geschickt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen Einspieler mit dem Minister Rösler, den schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Deutschland ist ein starker Industriestandort und wir alle gemeinsam wollen, dass genau dies auch in Zukunft so bleibt. Und damit das so bleiben kann, müssen wir uns natürlich auch weiter anstrengen, auch weiter anpassen, auch die Industrie und die industrielle Produktion weiterentwickeln. Und jetzt ist es die Zielsetzung, durch zusätzliche Verknüpfung mit intelligenten Systemen, mit IT-basierten Systemen, nicht nur günstiger, nicht nur weiterhin qualitativ hochwertig, sondern immer flexibler, immer individueller produzieren zu können. Darin liegt dann eben auch die Zukunft für die künftige industrielle Produktion. Denn die Zielsetzung von uns gemeinsam muss es sein, wenn wir weiterhin Industriestandort bleiben wollen, dass wir
möglichst schnell auch zum Leitmarkt werden IT-basierter industrieller Produktion. 3, 2, 1, go! Da hat man gerade den Minister noch mal schön gesehen, wo er dann gesagt hat, ja, das hat super gut funktioniert. Ich glaube, Herr Glatz, er sprach an das Thema Leitmarkt Deutschland. Industrie 4.0 hat so die Chance, wirklich Leitmarktgedanke auch zu werden. Wie empfinden Sie das? Ja, wir haben sowohl Leitmarkt, wir haben natürlich auch eine unheimlich starke industrielle Produktion in Deutschland selbst. Also die deutschen produzierenden Unternehmen können selbst die Technologie nutzen. Das ist der eine Effekt, was hochspannend ist, was uns natürlich auch Geschwindigkeit, Produktivitätsvorteile bringt. Wir haben noch einen zweiten Aspekt, auch Leitanbieter. Wir sind auch über die Branchen hinweg Ausrüster der Welt. Wir bringen da die neuen Technologien, wir haben eine weltweite starke Position. Und da haben wir einen zweiten Effekt von Industrie 4.0, dass wir auch durchaus Geld mitverdienen können, nicht nur in der Produktion, sondern auch im Verkauf mit den Produkten. Und was ich ganz toll finde, ich habe gelernt, die Frau Bundeskanzlerin konnte auch das Thema ein bisschen klarer rüberbringen, was sie eben unter Industrie 4.0 verstehen haben. Viele haben gesagt, also sie hat es bisher am besten erklären können. Herr Rösler hat gestern auch Kompetenz in dem Thema gezeigt. Das heißt also, die Politik beschäftigt sich auch mit dem Thema, auch inhaltlich. Und das habe ich auch im Rundgang festgestellt mit dem Herrn Rösler, dass auch ein Interesse da war an Lösungen. Ja, wie sieht es wirklich aus von der Idee her zu ganz konkreten Produkten? Und das ist schon auch eine super Chance hier in Hannover, da hat man die Politik, da hat man die Industrie, um solche Themen auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Herr Frese, das merkt man, ich glaube auch bei den Ausstellern, hier sind Themen wirklich definitiv angekommen, von der Politik verstanden, von der Wirtschaft nach vorne getragen und vom industriellen Mittelstand eigentlich mit großem Herzen aufgenommen. Ich glaube, das ist das ganz besondere Zeichen auch von Integrated Industry, inklusive Industrie 4.0. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Herr Glatz hat das eben sehr, sehr gut dargestellt, beginnend von der Eröffnungsveranstaltung, das Thema entsprechend auch in einer breiten Öffentlichkeit zu bringen. Und dafür sind ja auch Messen da, eben Themen zu platzieren und dann mit einer Strahlkraft, wie sie die Hannover Messe ja hat, in die Welt hinaus zu senden. Das Thema ist angekommen in der Industrie. Das ist ja auch ein Thema, was schon die vergangenen Jahre die Industrie bewegt hat. Und da sind ja auch Messen immer ein Spiegelbild der Märkte. Wir haben seit vielen Jahren bereits die Digital Factory als internationale Leitmesse für die integrierten Prozesse bei uns auf dem Messegelände. Und da geht es eben genau um die Produktionsvorstufe, das Material, die Entwicklung der Produkte bereits, um nachher in der Produktion das nachher sehr, sehr effizient entsprechend auch produzieren zu können. Diese Veranstaltung gibt es seit einigen Jahren, wächst auch kontinuierlich jetzt zusammen mit dem Bereich der IT in der industriellen Automation, mit der Industrial Automation. Also ich glaube, da haben wir sehr, sehr frühzeitig schon auf das richtige Pferd gesetzt. Und neben den Energietechnologien ist auf der Hannover Messe das Thema IT in der industriellen Anwendung in der Zwischenzeit angekommen und die Wachstumsthemen. Würde ich gerne noch ergänzen. In der Öffentlichkeit wird es teilweise gar nicht gesehen, wie wichtig die IT auch in diesen produktnahen Bereichen ist. Wie stark wir da auch in Deutschland sind, wie viele auch Arbeitschancen, Softwareentwickler wir in diesem Bereich haben. Man sieht immer nur so die klassischen Office-Pakete oder Internet-Pakete, schaut nach Amerika, die Technologie kommt vermeintlich in dem Bereich nur aus Amerika. Aber da haben wir eine ganz spezielle Chance, wenn man ins Auto reinguckt, wenn man auch in intelligente Maschinen reinguckt, in die Fabrik. Da ist unheimlich viel IT und Software. Wir haben 30-35% mit wachsendem Anteil. Also immer mehr intelligent in die Produkte wächst. Und da wird die IT und die Software in Deutschland entwickelt und weltweit exportiert. Nur, das ist alles versteckt, das sieht niemand. Wenn Sie hier von der Messe, ich bin mal gefragt worden, ja, die Bedeutung von Software. Wie kann ich die darstellen? Da habe ich ganz einfach gesagt, wenn man hier aus der Messe die Software rausnimmt, passiert nichts mehr. Man kommt nicht mal wahrscheinlich mehr aufs Gelände, weil das alles entsprechend gesteuert ist. Dann haben Sie ja Smart Cards, die ganze Beleuchtung, die Infrastruktur, alles ist irgendwo auch mittlerweile IT und Software gesteuert. Und das muss man einfach sehen und da hat man auch Entwicklungspotenzial, auch durchaus zum Nutzen von den Menschen. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Thema. Und das Interessante ist, der Hermes Award ist ja auch für eine Softwarelösung letztendlich verliehen worden. Das ist, glaube ich, Herr Frese, auch ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass sich die klassische Industriemesse ja längst nicht mehr als klassische Industriemesse propagiert, sondern dass sie halt wirklich eine integrierte Messe ist. Naja, das ist ja die klassische Industrie in der Zwischenzeit, eben, dass die IT in die industriellen Prozesse
in die Produktion einzieht. Und der Hermes Award-Gewinner Bosch Rexroth zeigt das mit dem Produkt eben in eindrucksvoller Art und Weise. Und auch das hilft entsprechend, diese Technologie in die Welt hinauszutragen. Das erleben wir schon seit einigen Jahren und mit dem Thema Integrated Industry bzw. Industrie 4.0 eben natürlich jetzt sehr stark auf der CeBIT vor einigen Wochen und jetzt in der industriellen Anwendung hier auf der Hannover Messe. Herr Glatz, das Thema Industrie 4.0 ist ja keine Domäne per se der großen Unternehmen, sondern da spielen natürlich auch ganz viele mittelständische Unternehmen. Und der VDMA ist geprägt auch von mittelständischen Unternehmen. Wie stark empfinden Sie sozusagen die Fähigkeiten von mittelständischen Unternehmen beim Thema Industrie 4.0 in den globalisierten Märkten, ich sag mal, in der ersten Reihe zu stehen? Also ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Industrie 4.0 dann nur in die Realität in die Breite geht, wenn der Mittelstand es auch aufgreift. Wenn er es auch entsprechend nutzt, wenn er entsprechende Lösungen bekommt. Das Interesse ist hoch, haben wir über eine Umfrage festgestellt. Aber der Mittelstand überlegt sich schon ganz genau, auf welche Pferde setzt er, was nutzt er, was hat für Vorteile, was bringt auch einen Nutzen. Dann sieht er aber, ist auch derjenige, der das konsequent auch umsetzt, der das auch nach vorne treibt, weil er davon überzeugt ist. Und das ist durchaus eine Chance. Und ich versuche auch momentan deutlich zu machen, jetzt überrollt nicht das Thema, nennt nicht alles Industrie 4.0, sondern geht wirklich schon die Geschwindigkeit einhaltend, aber geht sukzessive, wie ein Ingenieur an das Thema rangeht und nehmt die Firmen mit. Dann kommen Lösungen raus und dann geht es hier in die Breite. Dann sind auch nicht nur die Großen, die das machen, sondern wir haben hier Wertschöpfungsketten. Die Unternehmen arbeiten zusammen, das fängt beim kleinen Unternehmen an bis zum Großkonzern. Und die beliefern sich gegenseitig. Also das ist ja nicht mehr, dass da jeder für sich alleine steht, sondern die Stärke ist ja eigentlich die Wertschöpfung dieser Partnerschaften. Und da muss man alle mitnehmen. Und die Chance ist schon da bei dem Thema, weil das Interesse auch da ist. Und wenn die Produkte dann kommen, wirklich auch Industrie 4.0 zum Anfassen, und das werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch mehr hier zeigen, dann haben wir wirklich ein tolles Potenzial. Ich habe noch etwas vorbereitet. Ja. Das Thema Wertschöpfungskette war für mich ein gutes Stichwort. Wir haben aus den Filmen des VDMA... Das war nicht abgesprochen. Aus den Filmen des VDMA haben wir sozusagen ein kleines Stück weit herausgenommen. Das ist eine relativ lange Geschichte. Die rankt sich nämlich rund um das Thema Wertschöpfungsketten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gucken wir uns jetzt mal schnell an. Industrie 4.0 ist ein komplexer Ansatz. Die gesamte Wertschöpfungskette steht vor dem Umbau. Das bedeutet Veränderungen bei Kommunikation, Planung, Logistik und Produktion. Das Ziel ist vor allem die Erhöhung der Produktivität in jedem Bereich. Nicht nur der Standort Deutschland steht vor massiven Änderungen. Die vierte industrielle Revolution hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten. Ja, Herr Friese, ich kann mir durchaus vorstellen, das Kurze, was wir hier im Film gesehen haben, das prägt natürlich auch sozusagen das Selbstverständnis der Hannover Messe aus Hannover, von der Messe letztendlich in die Welt rein. Werden hier auch globale Trends gesetzt? Ich denke schon, sonst hätten wir auch keine 66 Jahre Hannover Messe erleben können, wenn die Hannover Messe sich nicht immer wieder auch als Innovator auf der einen Seite zeigt, andererseits eben von hier aus Trends ausgesendet werden. Natürlich setzen die Unternehmen die Trends und wir von unserer Seite aus als Organisatoren der Veranstaltung sind weltweit unterwegs und sprechen mit unseren Partnern, mit den Ausstellern, mit Multiplikatoren, was werden die zukünftigen Trends sein? Und dann gibt es Megatrends wie das Thema Energieerzeugung und Versorgung, Umwelttechnologien, Elektromobilität, auch Urbanisierung und entsprechend besetzen wir als Messeverantwortliche diese Themen und schauen genau immer, passt das in das Portfolio der Hannover Messe, die sich ja fokussiert auf die Kerntechnologien und die Dienstleistung für die industrielle Produktion. Und denn entsprechend bringen wir diese Veranstaltung oder diese Themen hier als Veranstaltung auf das Messegelände. Und als Beispiel das Thema Metropolitan Solutions. Ein Beispiel, wie wir innerhalb von 2 Jahren eine Veranstaltung als Sonderausstellungsbereich aufgezogen haben, in diesem Jahr das erste Mal als eigenständige Messe parallel zur Hannover Messe in die Halle 1 gestellt haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, kleiner Exkurs zum Thema Metropolitan Solutions, sich das einfach mal anzuschauen, wie werden zukünftig Megastädte gehandelt werden. Unternehmen werden das dort zeigen, konkrete Technologien. Also ja, Hannover, aus Hannover werden Signale in die Industrie
weltweit ausgesendet. Also Halle 1, nochmal ganz wichtiger Tipp für Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie noch die Zeit haben, einfach vorbeischauen. Das ist außergewöhnlich spannend, weil hier wirklich, ich sag mal, Stadtentwicklung pur mit neuen Technologien gezeigt wird. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier in Hannover in die Halle 1 reinzugehen. Danke nochmal für den Tipp. Herr Glatz, wenn wir bei dem Thema Wertschöpfung bleiben, dann ist natürlich auch eine Messe ein guter Zeitpunkt, um wirklich Unternehmen zueinander zu bringen. Unternehmen müssen ja untereinander sprechen, um sich auch in der Wertschöpfung immer miteinander zu synchronisieren, zu vernetzen, um einfach, ich sag mal, in der Gemeinsamkeit Neues zu schaffen. Ist für Sie der Messestandort Hannover auch eigentlich mit die größte sozusagen Kontaktplattform, wo Unternehmen zueinander finden? Ach, ich denke, dass das mittlerweile wirklich eines der Kernthemen ist für solche Messen. Früher ist man auf die Hannover Messe gegangen, um sich Produkte anzugucken, Kataloge abzugreifen. Diese Informationen bekommt man heutzutage aktueller im Internet. Aber was man im Internet nicht bekommt, ist den Menschen physisch vor sich. Und gerade die Kommunikation, das Austauschen, Ideen auszutauschen, auch einfach nur zu spüren, ja, ist das vielleicht für mich der richtige Partner, passt man seine Nase, funktioniert das von der Chemie her, ja, dazu sind solche Messen weiterhin unheimlich notwendig und es wird auch sehr viele Kontaktpflege betrieben. Also ein Aussteller, der sich früher vielleicht nur hingestellt hat, in der Hoffnung, ich greife jetzt hier Laufpublikum ab, die Zeiten sind vorbei, sondern nutzen die Chance, auch ihre Kunden, ihre Partner einzuladen, auch das Neueste zu zeigen, mit denen zu diskutieren, neue Ideen zu generieren und durchaus auch unter den Wettbewerbern neue Ideen, weil auch man hat zwar die Konkurrenz, man hat den Wettbewerb, aber in vielen Dingen muss man auch zusammenarbeiten. Und da, glaube ich, hat Hannover alleine schon durch die Breite der Technologien und durch die Internationalität wahnsinnige Impulse auch auf die weitere Zusammenarbeit unter den Unternehmen. Auch nicht nur Deutschland, sondern international. Aber ich kann das ergänzen. Ja, aus unserer Sicht liegt eben die besondere, herausragende Eigenschaft der neuen Medien, des Internets eben, genau was Herr Glatz sagt, in der Vorbereitung der Veranstaltung, Informationsvorbereitung, aber eben auch konkrete Verabredungen schon zu treffen mit Match-and-Meet-Serviceleistungen, die wir in der Zwischenzeit hier anbieten, sodass der Aussteller hier auf der Veranstaltung exakt genau seine richtige Zielgruppe trifft, 1:1 in Gesprächen, weil, und davon bin ich von berufswegen schon überzeugt, nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. Und ich muss das nochmal nachfragen und nochmal bestätigen. Wir sind gestern auf der Messe unterwegs gewesen, haben ein paar Interviews geführt und die Aussteller sprechen von einer ungeheuren Intensität der Gespräche. Das heißt, es ist nicht an der Oberfläche, sondern hier wird wirklich ganz konkret sehr intensiv verhandelt. Also die Hannover Messe steht auch für Intensität der Kommunikation, nicht nur für Vielfalt, sondern ich glaube, intensiv muss das Geschäft gemacht werden. In jedem Fall, jedes Jahr auf der Hannover Messe in 5 Tagen generiert die Veranstaltung über 5 Millionen Business-Kontakte. 5.000 Innovationen zeigen unsere Aussteller, über 5.000 Innovationen in 5 Tagen Hannover Messe, 5 Millionen Business-Kontakte. Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich und deswegen ist die Hannover Messe auch die wichtigste Industriemesse der Welt. Herr Glatz, wir haben eingangs dieser Diskussion über das Thema Rückenwind gesprochen. Ja. Nun sind Sie der Leiter der Geschäftsstelle, wo der VDMA, der Bitkom und der ZVI die Aktivitäten rund um das Thema Industrie 4.0 bündeln. Sie mahnen ein bisschen zur Vorsicht, also überstresst dieses Thema nicht. Was werden wir denn mit Blick vielleicht auf das Jahr 2013, 2014 von Industrie 4.0 in der Öffentlichkeit noch lesen, hören und sehen und möglicherweise anfassen können? Also ich glaube, wir hatten vor einem Jahr haben wir das Thema Vision eigentlich gebracht. Jetzt haben wir einen Startschuss gegeben in Richtung Umsetzung, wo wir auch zusammenarbeiten. Und ich denke, in einem Jahr wird das Bild Industrie 4.0 klarer. Wir werden da wahrscheinlich noch stärker den Bebauungsplan erkennen, da werden wir dran arbeiten, um festzustellen, wie die ganzen Puzzleteile nahe zusammenpassen. Weil es ist ein längerfristiger Prozess und was wir von der Politik ja immer fordern, sind so verlässliche Rahmenbedingungen. Die brauchen wir natürlich auch in der Technik. Wenn jeder für sich selber losrennt, das ist wichtig, tolles Thema, jetzt renne ich mal los, weiß aber nicht wohin, ja, dann rennen die jeder in eine andere Richtung und dann zerrennt sich die Gruppe wieder. Deshalb müssen wir schauen, dass wir da Leitlinien vorgehen, das in gleiche Richtung rennen. Ja, dann machen wir so einen Marathon gemeinsam, aber der Weg, die Richtung ist vorgegeben und da wird es natürlich immer wieder so ein paar kleine Umwege gehen, aber es gehen alle in die gleiche Richtung. Das ist, glaube ich, wichtig, auch in den unterschiedlichen Disziplinen da in die gleiche Richtung zu gehen und zu rennen. Und ich glaube, da haben wir als Plattform auch sehr stark eine Moderatorenrolle, die Player zusammenzubringen, das Verständnis miteinander nach vorne zu bringen und aber auch manchmal zu sagen, komm, lass uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und nicht versuchen jetzt plötzlich innerhalb von einem Jahr Industrie 4.0 und die schlüsselfertige Fabrik und die drehen wir rum, dann läuft's,
Das ist unrealistisch. Und Herr Frese, mit dem Web-TV-Studio und den zunehmenden Filmen, so wie wir sie jetzt auch gerade in dieser Sendung gesehen haben, sorgen wir dafür, dass natürlich die gute Botschaft über Hannover hinaus, ich sage mal in die virtuelle Welt hinaus, gesendet wird. Wie wichtig ist für Sie auch das Thema wirklich des interaktiven, ja, Web-TV-Formats? Wird für uns immer wichtiger, ist heute wichtig, wird zukünftig wichtiger werden, weil genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben. Wir verlängern die Kommunikation der Veranstaltung über das Jahr hinaus. Zurück zum Thema Metropolitan Solutions. Im November letzten Jahres eine Weltkonferenz, 24-Stunden-Konferenz zu diesem Thema durchgeführt, wo Betrachter live in der Sendung waren, aber darüber hinaus innerhalb von kürzester Zeit über 10.000 Downloads entsprechend hatten. Das heißt, Sie sehen, Vorträge werden auch entsprechend abgerufen. Das Gleiche haben wir hier mit dem Web-TV-Studio und das werden wir auch zukünftig weiter ausbauen. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Also Industrie 4.0 ist nicht nur ein Thema zum Anfassen, vor allen Dingen ein Thema zum Mitmachen. Herzlichen Dank, Herr Frese. Herzlichen Dank, Herr Glatz. An Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Ihr Martin Puscher.